Das Leibwand am Sonntag ist die Gratiszeitung. Bei den Standlern holen wir immer die Gratiszeitung. Steht zwar dort ehrliche 90 Cent, aber die können wir da anziehen. Bin ja nicht deppert. Da gibt's aber ganz andere. Die Gästetrudel sind die, die die Zeitung zahlen. 90 Cent zahlt er, das ist ja mit Hirn scheiße, oder? Dann hast du den angehört. Dann die anderen, die was hingehen mit den 5 Cent Münzen und eine haben, was glaubst du, der hat einen 100er dort rein, so schön wird das Kastel. Dann gibt's die, die was hingehen und alles eine haben. Knepferl, Nolen, was weiß ich, was sie gerade gefunden haben daheim. Wenn die das ausrahmen, kann sich der alles zusammenbauen, ein Pinocchio, alles, aber keine Zeitung finanzieren, oder? Und dann gibt's den Ärgsten, die was da anschauen. Die Pantomimen so geben, also lässt sich denen zuschauen. Der geht so hin. So. Und du dahinter ausschaust, der da was rausnehmen und dann. Ja, der kannst genau auf Frankreich, bei den Pantomimen kannst du ihm hinstellen, das Arschloch, ja? Falsche Sau. Dann nimmt er sich die Zeitungen. Ich bin Leibwand. Ich geh hin. Zeitung, 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 den da und geheim und weiter. Ja, aber ich bin ein ehrlicher Verbrecher, nicht so ein falscher Pantomimendrickser wie die anderen. Die feinen Leute. Dann haben sie keine 90 Cent für das. Die kann man, das sind Arschlöcher. Ich sauf mir jetzt eine. Nein, was mich aufregt, sowas regt ein Mensch auf.